nicht unentdeckt bleiben. Es geht hier vor allem darum, die Krone wieder an mich zu geben. Ja, darum geht's eigentlich hauptsächlich. Halt! Kein Durchgang ohne Genehmigung. Ich habe hier das Schreiben vom Feldwebel im Haar geschlagen. Ich soll mich im Lager sein. Zeig her. In Ordnung. Ihr dürft passen. Oh Mann, langsam bin ich es leid, nur vor diesem Tor zu stehen. Wenn es doch nur endlich losgehen würde. Da merkt man, dass du noch nicht lange dabei bist. Besser kannst du es als Söldner gar nicht treffen, als fürs Rumstehen bezahlt zu werden. Ja, und deswegen machst du wohl schon seit den letzten 5 Götterläufen kaum noch was anderes. Kein Wunder, dass ich inzwischen dein Vorgesetzter bin. Du bist ein fecksvergessener Narr, Eurich. Falls es dir gelingen sollte, so lange mein Vorgesetzter zu sein, wie ich schon Wache stehe, können wir ja weiter. Die beiden machen mir auch Spaß, aber so gut. Der eine steht gerne rum, der andere ist sein Vorgesetzter und möchte weg. Lager. Schäbige Kisten, schäbige Fässer. Eine Handwerk. Hey, was wollt ihr denn hier? Wart ihr denn? Noch na, nicht. Dann geht da erstmal hin. Vorher gibt es hier nämlich nichts. Okay, verschlossenes Tor, das könnte fast schon. Oh, wir sind mal wieder in einer Höhle. Ja? Wir kommen von Feldwebel Hagenschlag. Ihr sollt uns ausrüsten. Hier ist ein Schreiben von ihm. Zeigt her. In Ordnung. Kommt mit nach hinten, dann suche ich euch eure Ausrüstung raus. Da sind sie. Macht kurzen Prozess mit ihnen. Hä? Feldwebel Hagenschlag. Was hat das zu bedeuten? Diese Rekruten sagten... Diese Rekruten sind Spione. Sie haben versucht, sich heimlich ins Lager einzuschleichen. Woher weißt du das jetzt? Wir haben gerade den Hafenmeister und die anderen gefunden, die ihr getötet habt. Jetzt wird abgerechnet, ihr elenden Schnüffler. Das ist nicht so gut. Eine ganze Kompanie hinter uns. 2 vor uns. Ado, die Richtung. Nee, halt. Ado. Attacke! Da drauf, los geht's. Vorgrim. Nicht den Feldwebel um. Ja. Feiris. Achtung! Den Lagermeister. Und ich auch auf den Lagermeister mit einem Fulminictus. Wo hat sie gerade hingeschossen? Okay. Vorgrim. Weiter Wuchtschläge. Du kannst auch einen Wuchtschlag machen. Achtung! Du auf die Söldnerin. Ich einen Fulminictus auf die Söldnerin. Den Ballermann, da können wir erstmal ignorieren. Gut. Aua. Na? Der Oberfeldwebel, der scheint eine härtere Nuss zu sein. Der kriegt beim Fulminictus von mir ab. Feiris, du heißt Vorgrim. Gut. Die da hinten, die ballern alle. Die können wir fast schon ignorieren. Attacke! Durch unsere Schilde kommen die nämlich nicht so leicht durch. So. Der da ist auch schon fast weg. Okay, der Oberfeldwebel ist auch weg. Dann bei dem von meiner Nase loswerden. Genauso wie du. Du kannst noch so einen machen. Oh, Ardo kriegt eins auf die Mütze. Heimer Ardo. Du schieß mal auf den, der Feiris bedrängt. Los, schieß ihn weg. So, sehr schön. Und jetzt den hinter dir. Okay. Ardo kommt hier irgendwie nicht ganz klar. Genauso wie Vorgrim.
während ich den hinter mir wegschieße. Au, das hat Fyrus jetzt aber böse getroffen. Das hat Fyrus sogar sehr böse getroffen. Das finde ich nicht so toll. Ja. Für den Kaiser! Nur mal den ganz hinteren. Du, den da. Und Fyrus. Auch nicht unbedingt auf den schießen, auf den ich schieße. Sie kann auf die da schießen. Ein gezielter Schuss wäre mal nicht schlecht. So, der ist weg. Fyrus sollte sich selber mal heilen. Und dann muss der da weg. Oder die da. So, weg. Zwei sind noch übrig, oder? Nee, drei. Nee, doch zwei. Das war Ardo. Gut. Was habt ihr so alles Schönes dabei? Verbände. Ah, mit den Verbänden kann ich Ardo bandagieren. Und wenn wir schon mal dabei sind, einmal umziehen, bitte. Das macht die Sache doch ein bisschen angenehmer. So. Plündern wir noch die Leichen. Karten und Silberringe. Wenn ich so darüber nachdenke, wäre es sicherlich auch cool gewesen, mit einer Arbaleste zu schießen. Bei den ganzen Kugeln, die hier auch teilweise liegen. Ja. Salbenfett, Schleifstein, hui. Noch mehr Salbenfett. Salbenfett brauche ich eigentlich. Also trage ich, glaube ich, mit mir rum Salbenfett. Nochmal zwei Schleifsteine. Trage ich Salbenfett? Ja, ich trage Salbenfett. Dann gib das mal an mich ab. Unter Deckmantel, so. Gut. Da hinten wird es wohl ins Schloss gehen. Da vorne können wir wohl, sollten wir wohl nicht mehr lang gehen. Ach nee, da geht's wohl ins Schloss. Also wir sollten nicht mehr ins Lager gehen. Wahrscheinlich sind dort alle schon aufgebracht wegen uns. Aber wir können wenigstens noch ihre Kisten hier plündern. Stahl für Thorgrim. Noch eine Handwerkskiste. Ah, Zunderschwamm und Lederbänder. So. Zunderschwamm, Lederbänder. Was in den alten Kisten drin ist, interessiert mich gerade mehr. Ja, einfacher Verband und Gulmontee. Ja. Gulmontee hat sie, glaube ich, ja. Gulmontee hat sie. Da ist noch eine alte Kiste und eine schäbige Kiste, die brauchen wir nicht unbedingt. Ah, einfacher Verband, Gulmontee und die Haarnadeln für Quano, auch wenn der sie, glaube ich, kaum noch braucht. Und hier ist Diamantstaub, Stahl und Zunderschwamm. So. Das Lager ist schon mal geplündert. Mann, was für ein Leichenberg wir hier hinterlassen haben. Hier sei es auch so nebelig, fällt mir gerade so auf. Aber das hier scheint noch ein größeres Lager zu sein. Hier unten ist leider nur ein schäbiges Fass. Ich hätte gerne einen Krabbentöter 3000 oder so. Oder einen magischen... Magische Waffen sind in den Spielen eh so Mangelware. Oh, ein Bären. Naja, das hier ist immerhin ein... Das Schwarze Auge Spiel, kein Dungeons and Dragons Spiel. Also muss man das... Darf man das nicht ganz so eng sehen mit den magischen Waffen.
Fyrus besitzt eine einigermaßen magische Waffe. Aber auch nicht so high-end magisch. Blattgold. Ist ja nicht so, als ob Vorgrims persönliche Kiste mit Blattgold überquillt, aber das nehmen wir trotzdem noch mit. Ich suche eigentlich nach interessanten Sachen hier. Alte Kiste, noch eine alte Kiste. Verbände sind eigentlich auch nicht schlecht. Genau. Alles, was mir hilft. Noch mehr einfache Verbände und nur eine Handwerkskiste. Keine Waffenkiste oder ähnliches. Nur mehr Blattgold für Vorgrim. Gut. Okay. Söldner, Lagermeister, den haben wir geplündert. Wo ist der Feldwebel? Den hatten wir auch schon. Hallo Tür. Schlosskeller. Gut, dass wir endlich aus dieser Schlucht raus sind. Das Versteckspiel, das ging mir schon mächtig auf die Nerven. Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber so leid es mir tut, wenn wir Mora finden wollen, sollten wir uns wie bei Hofe benehmen. Bitte nicht. Dieses vornehme Getue ist doch auch nichts anderes. Ob hinter fremder Uniform oder schönen Worten, Versteckspiel bleibt Versteckspiel. Lass das mal meine Sorge sein. Erst sollten wir mal herausfinden, wo wir im Schloss nach ihr suchen müssen. Wahrscheinlich im Kerker. Der Rautskrone auf der Spur, die geheimnisvolle Mora. Also haben wir das Versteckspiel hier endlich hinter uns. Ja. Gut. Jetzt erstmal ein Quicksave machen. Wir sind im Weinkeller gelandet. Na, das ist ja schon mal ganz toll. Und ich nehme mal an, die Wachen. Schau mal, Arno. Dieser Keller erinnert mich an den Abend damals, als wir den Spuk aus deinem Schloss vertrieben haben. Weißt du noch? Und ob. Vor allem den Brummschädel danach vergesse ich meinen Lebtag nicht. Den haben wir nicht so schnell vertrieben bekommen. Okay, die beiden erzählen aus alten Tagen. Ach, ich mag Ardo. Und Vorgrim. Immer muss ich in den Keller stiefeln. Huch, wer da? Gäste? Hier? Verzeiht, edle Herrschaften. Der Zutritt zu den Vorratskellern seiner Hochgeboren ist der Festgesellschaft nicht gestattet. Es wäre mir eine Ehre, die hohen Herrschaften nun zum Bankettsaal zurückzugeleiten. Habt ihr einen besonderen Wunsch, was Speis und Trank belangt? So will ich sehen, dass er erfüllt wird. Wir haben in der Tat einen Wunsch. Zapf uns etwas von diesem vorzüglichen 959er Felsteufel. Wir finden derweil schon allein zurück. Wie die Herrschaften wünschen, ich... Moment mal. Ardo vom Eberstamm. Ihr seid es vom Scheitel bis zur Sohle. Doch ihr auf der Gästeliste des Barons? Das hätte ich doch bemerkt. Mist. Ardo, das Wort. Bei Baduas Speer. Brauwin? Brauwin Wendel? Ich glaub's nicht. Wie lange ist das jetzt her? Warst ein tüchtiger Bursche, war ein großer Verlust für mich seinerzeit. Aber hast es ja auch ohne mich zu was gebracht. Okay, die Kartenkill. Ach, wie man's nimmt. Das Schloss ist schön, die Feste rauschend und der Schlossherr nicht der Knausrigste. Aber so gut wie bei euch werde ich's wohl nirgends haben. Naja, von dem Spuk mal abgesehen. Ja, du hattest tatsächlich Geister. Ja, Spukgeschichten haben wir so einige erlebt auf Ochsenblut. Leider ist keine Zeit in der Vergangenheit zu weilen, alter Junge. Was ich dir jetzt anvertraue, musst du für dich behalten. Koste es, was es wolle. Ochsenblut? Der hat aber einen komischen Namen für sein Anwesen. Ja. Euer Hochwohlgeboren, ich schwöre bei meinem Leben und allem, was mir heilig ist, kein Wort wird über meine Lippen kommen. Sagt, was ihr mir sagen müsst. Gut, dann lasst es uns kurz machen. Baron Dudgeon sammelt in der Schlucht hinter seinem Schloss eine geheime Streitmacht. Mit ihrer Hilfe plant er, Graf Grovin von Ferdok zu stürzen. Er plant was? Das ist ja schrecklich.